Yo Leute, willkommen auf dem Planeten Sunnyfar zu einem neuen A Crack in Time Part. Und ihr seht ja, das hier ist ein Eisplanet. Auf jeden Fall scheint hier gerade auch Winter zu sein. Und wirklich weit bin ich ja noch nicht gekommen im letzten Part, weil ich bin erst am Ende des Parts hier gelandet und habe hier gerade mal ein paar Zyphoiden Platz gemacht und mehrere von diesen grünen Kristallen zerstört, die mir immer wieder ein paar Bolts geben. Aber irgendwie kommt man auch nicht an alle so ran. Und da vorne sind schon mal zwei Wachroboter. So, ich muss jetzt aber hier sowieso erstmal irgendwie rüberkommen mit meinem Schwunghaken. Weil kartenmäßig, ihr seht, das ist doch ein etwas größeres Gebiet und bezüglich meiner Mission steht hier Reise in die Vergangenheit. Dr. Nefaris und Orbus trafen sich vor 2 Jahren am Trombly-Vorposten. Reise in die Vergangenheit und decke das Geheimnis und sein Verschwinden auf. Das werde ich tun. So. Also dann, Ratchet, schwing dein Ding. So, und Attacke mit der Konstruktorflinte. Auslöschen! Ja, ich werde die gleich auslöschen hier. So. Und Stufe 3 für die Konstruktorflinte. Sehr schön. Höhere Feuerraten, noch ein bisschen mehr Damage. Sehr gut. Also die lässt sich relativ rasch aufbessern. Was ist denn hier jetzt? Ach, der hängt hier noch. Nicht cool. Nicht cool. Ich dachte, du bist tot. Na, jetzt ist er aber runtergefallen. Jetzt ist er wirklich hin. Haha. Oh, wow, 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 wow! Kommt ihr denn auf einmal hier? Das war auch nicht gerade cool. So, Mr. Zukon, hab mal wieder deinen Spaß. Du bist zu dumm für Mr. Zukon. So, der ist auch in. Ganz schön was ausgehalten gerade. Ja. So, wenn wir die ganzen Kisten holen. Kleine Funguiden nicht erschießen? Weil ich bei den Funguiden unsere Freunde sind, deswegen lässt du das auch besser sein, ja? Ich hoffe, wir haben uns hier verstanden, Mr. Zugang, weil sonst... Juhu, Funguid, deine Hörner sind blöd. Was? Ja. Der Max hat einen Synthetoide. Aus... Der eine aus verkohltes Brot, da war einer tot. Ja klar. So, kriege ich hier vielleicht eventuell eine neue Waffe? Bitte, ich habe über 134.000 Bolts, da ist sicher eine neue Waffe drin. Was auch immer es sein mag. Schwampfließband aus dem Grummelnet-Hauptquartier. Jawohl, endlich der Kryominenwerfer, der ist auch geil. 41.000 Bolts, na, das ist gar nicht mal so teuer. Der Kryominenwerfer ist die perfekte Symbiose aus Grummelnet-Technik und Glombax-Genialität. Wollen ihn Feinde ans Leder? Schleudern sie einfach ein paar Minen aufs Schlachtfeld. Die Minen treffen jeden Feind, der das Pech hat, in Reichweite zu sein und... Brrr, eiskalt erwischt! Der Kryominenwerfer, erhältlich nur bei Grummelnet. Sehen Sie sich um, Chef. Sie haben das Recht, sich zu schützen. Ja, das kannst du aber laut sagen. Sie erstmal Munition voll machen, bitte. Vollgetankt, Chef. Dankeschön. So, und jetzt kaufe ich mir hier den Kryominenwerfer. Der Kryominenwerfer ist eine Kombination aus Grummelnet-Technologie und Lombax-Erfindungsreichtum. Er verwendet ein kryogenisches Liefersystem, um Feinde in Sekundenbruchteilen zu Eiszapfen starren zu lassen. Unbedingt kaufen. Der ist geil. Abgemacht. So, gut, der Schall-Eruptor, der ist ja eh nicht so... Supi, und dann haben wir hier den Dynamo des Unheils immer noch, ist auch nicht so toll. Und in Kürze verfügbar die Kreisklingen, aber auch den Magnonetzwerfer, den kennen wir doch aus Tools of Destruction, da werde ich wieder einen Polaris Stammkundenrabatt bekommen, den kriege ich also wieder billiger, weil ich ja Tools of Destruction gespielt habe und davon einen Spielstand habe, wird mich der nicht ganz so viel kosten. Aber den gibt es halt leider auch erst auf einem späteren Planeten und wann es die Kreisklingen gibt, weiß ich leider auch nicht so genau. Aber ich glaube, das soll man reichen. So, nur 8 Munition hier, ist nicht gerade viel, aber das ist trotzdem egal. Und da ist ein, das sind Funguiden. Gelobt sei Orbus, ein Lombax. Bist du hier, um uns zu retten? Was ist denn hier passiert?
Dr. Nefarius, er hat uns überlistet, ihm beim Bau dieses Außenpostens zu helfen. Und bevor wir uns versahen, trieb man uns in Gefangenenlager. Sie werden von diesem Wachturm da kontrolliert. Bitte, hilf uns! Achtung! Wir haben einen Code Blau an Ölbohrturm Kappa. Wiederhole! Code Blau an Ölbohrturm Kappa! Ölbohrturm Kappa? Natürlich. Was auch immer, also jetzt müssen wir hier den... Warum kann Mr. Zorgon kleine Fungoiden nicht erschießen? Ja, das habe ich dir das schon erklärt, oder? Weil die unsere Freunde sind, du kannst dafür die da vorne erschießen, wenn du willst. So, tanzt mal für mich! Yeah, Head Twister! Yeah, geiler Beat! Und Stufe 3 für den Groovitron, sehr geil. Ja, einen Kuchen nehme ich zwar gern, aber ich glaube, das an alle fungoidischen Gäste, in 3 Tagen kommt Dr. Nefarius zu einer Inspektion unserer Einrichtung. Dies sind die Regeln für seine Ankunft. So, jetzt probieren wir die Krümelwerfer aus. Erstens, Augenkontakt mit dem Erhabenen ist verboten. So, Stilpunkt erhalten, hält unter Null. Stellt sich lauter wie Wein. Dann und singen sind zu unterlassen. Drittens, die Verwendung des Wortes lächerlich ist strengstens untersagt. Vielen Dank an alle fungoidischen Gäste. Wenn euch Arbeit in der Nefarius-Raumstation zugeteilt wurde, bringen euch eure Betreuer in Kürze zur grünen Zone. Also verabschiedet euch jetzt von euren Lieben. Na klar, du. So, ich muss nur aufpassen von diesem dämlichen Schiff da, von diesem komischen UFO. Das ist echt ein bisschen nervig. So, tanzt nochmal für mich. Lass uns Freunde sein. Na dann, können wir doch auch einen Freudentanz machen, ne? Na klar doch. Verarschen kann ich mich selber. Mann, jetzt stirb doch mal da oben. Ganz schön lästig. So, Spirale des Leids. Auslöschen, auslöschen, auslöschen. Aus, das tut weh. Ja, das soll ja auch wehtun. An alle fungoidischen Gäste, wenn euch Arbeit in der Nefarius-Raumstation zugeteilt wurde, bringen euch eure Betreuer in Kürze zur grünen Zone. Also verabschiedet euch jetzt von euren Lieben. Kann ich nicht endlich mal die Klappe halten? Wir haben einen Code Blau an Ölbohrturm Kappa. Wiederhole, Code Blau an Ölbohrturm Kappa. Ja, ja, alles zu seiner Zeit. Ich brauche hier vielleicht noch eventuell ein bisschen meine Anotech. War nur ein Scherz. Möchtest du ein Stück Kuchen oder einen Polo-Film sehen? Ach, wir wissen doch alle, der Cake ist a lie, also lasse ich mich mal lieber nicht verhone-piepeln von dem. So, hier. Und zack. Komm ich zu dem irgendwie rauf? Ja, natürlich. So, hier. Das kommt davon. So, und was zur Hölle? Eine Nefarius-Statue? Warum sollten die meine Statue bauen? Stimmt doch irgendwas nicht. Was hat der bitte vor 2 Jahren hier gemacht? Und da kommen wir sowieso nicht rüber. Aber hier ist das, ja gut, das Zeitportal, was erschaffen wurde von Clank und Sigmund, das ist leider da drin. Das heißt, bevor ich den Fongoin hier nicht geholfen habe, können wir sowieso nicht in die Vergangenheit. Schade, schade. Naja, und apropos, ich habe ja, weil ich schon ausreichend Stilpunkte habe, hier noch die Möglichkeit, den Kryowerf irgendwie zu modifizieren. Und zwar hier, Extras, Cheats, und dann haben wir hier den Ultra-Kryominenwerfer. Ne? Nur Eiszapfen sind cooler, das würde ich jetzt gerne mal einschalten, um zu sehen, was sich daran dann verändert. Weil ich habe jetzt hier, was habe ich hier jetzt vorhin gerade bekommen?
Kodos Sektor, Villa Sektor, Mula Lotfälle, Axiom City, Krell Canyon. Wo ist denn das? Wo habe ich das gerade bekommen? Irgendwie hell. Ah ja, hier Held unter Null. Friere mit Hilfe des Krümmen werfers vier Feinde gleichzeitig ein. Ja, das habe ich vorhin gerade hinbekommen. Jetzt habe ich schon 295 Stilpunkte. Sehr geil. So. Also mal sehen, wie sich das jetzt verändert. So, da ist noch ein Fanguid. Und da ist ein Sony! Du hast mich erschreckt! Ich dachte, du wärst einer der Truppen! Sie suchen mich, seit ich aus dem Gefangenenlager entwischt bin! Ich muss zu meiner Hütte, bevor sie anrücken! Kannst du mir durch den Efeu helfen? Ja, ich denke schon. Sony! Hey, bleib hier! Ja. Sony! Hui! Hui! So, einfach mal so den 25. Zone eingesammelt, das war ja mal richtig schwer, ne? So, aber hier brauchen wir doch... Brauchen wir hier nicht schon wieder diese Tetramiden? Gibt's die hier auch? Weil ich kann ja sonst diese Tentakel hier nicht wegbekommen. Ich glaube, da drüben, ja, da ist sogar so ein Bau. Da muss ich jetzt hin. Alles klar. So, ah ja, genau, warte mal, ich brauche hier sogar Wasser. Ich brauche hier Wasser für meinen Omnisauger. Sehr schön. Und Schabatoin. Ruhe da. Ja, da sind sie auch schon. So, Achtung. Jetzt brauche ich hier wieder diesen Nektar. Oh, kommt ihr nicht hier rauf? Das tut mir aber nicht leid. So, hier, feines Happy Happy. So, aber wie locke ich die jetzt eigentlich dahin? Ich glaube, jetzt muss ich das hier mal aktivieren. So, schnell drehen. Ah genau, einfach mir über die Brücke muss ich die rüberlocken. So, schnell Ratchet, schnell. Ah, sehr gut. So, da dann kommt man schön mit, ihr kleinen Scheißerchen. Kommt mal schön her. So. Gut, das müsste eigentlich auch schon reichen. So, sie kommen. Lasst es euch schmecken. Super. Wow, ein Omnisauger. Danke. Komm, wir gehen lieber weiter, bevor sie uns noch finden. Vor ein paar Jahren war das alles Farmland. Ich habe rund um das Dorf Gärten angelegt, aber ich habe aufgehört, als Nefarius hier gestrandet ist. Weiß gar nicht mehr warum. Das wäre natürlich interessant, das zu erfahren. Ja. Sieh dir das mal an! Die Rampen führen direkt zum Wachturm! Ja. Aha, okay. So, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Jetzt brauche ich hier wieder meine Haberstiefel. Aha, geil. So. Also, jetzt Krümin werfen in dieser komischen Ultra-Version da. Wir wollen böses. Aha. Ach, das Ding bewegt sich irgendwie von selber auf den Feind dann zu. Das ist ja geil. Der ist dann ferngesteuert. Sehr praktisch. Boom. Und Stufe 4. Sag ja, das geht richtig schnell. Bald ist das Ding auf Stufe 5. Das muss heute sein. Nö, danke. Kein Bedarf. Ich bring dich lieber um. So. Ah, da ist ja noch einer.
glaube, das waren jetzt hier alle. Aber hier sind unsichtbare Kisten. So, na bitte immer noch über 100.000 Balls, das ist geil. Haben Sie Kontakt zum Lombax verloren? Erbitte Unterstützung. Die So, und Zone Nummer 26, auch ganz einfach eingefangen hier bei der Tombly-Sicherheitsstation. Alles kein Problem. So, komme ich hier überhaupt rein? Ist hier hinten noch was versteckt? Nö, ich glaube nicht. So, benutze Dreieck, um das den Sicherheitsscanner zu benutzen, okay? Sogar Kamine definiert. Nicht cool, nicht cool. So, die haben hier nichts zu melden. Also ich muss sagen, die Konstruktorflinte ist eine coole Waffe. So, was wissen du hier? Ah, so, das war's. Sicherheitsfeld deaktivieren. Sicherungsgenerator deaktiviert. Wir sind frei. Gelobt sei Orbus. Wir sind gerettet. Das muss das Zeitportal sein, das Clank gemeint hat. Das hat ja wunderbar funktioniert. So, aber wartet mal, hier gibt es ja, wie gesagt, noch einen, ich schon wissen, einen Räder 5 Holoplan. Aber wo war der nochmal? Ich glaube, den habe ich leider schon verpasst, ich Idiot. Der war nämlich, glaube ich, sogar noch beim Eingang dieser Sicherheitsstation irgendwo da in der Nähe. Aber jetzt komme ich da ja nicht mehr wirklich hin, oder? Weiß nicht mehr genau. Aber warte mal kurz, ich kann ja jetzt eh ganz schnell hier nochmal hin. Den will ich unbedingt haben, bevor ich den übersehe. So, kann ich mit dir nochmal reden? Nö, eigentlich nicht. Egal, so komm, ich mach das jetzt nochmal ganz schnell, sorry. Habe ich leider verpasst, diesen blöden Holoplan. Ich weiß, manchmal sind die ein bisschen fies versteckt. So. Also jetzt bin ich nochmal hier beim Eingang, Tombly Sicherheitsstation. Und hier soll jetzt doch irgendwo ein bisschen versteckt. Ja, da vorne, seht mal, da ist er ja. Da habe ich voll nicht gesehen. Da muss ich, glaube ich, einfach mit den Haverstiefeln rüberjumpen. So. So, habe ich dich. So, du hast einen Bobble für den Ritter 5 Holoplan gefunden. You don't say. Gut, wie komme ich jetzt wieder zurück? Also einfach hier auf die Brücke runterjumpen. Haha, so. Gut, war jetzt nicht so schwer. Hätte ich auch gleich finden können. Habe ich halt nicht. Pfeif drauf. Hauptsache, ich habe ihn jetzt. Ein Tag ohne Dr. Nefarius ist wie ein Tag ohne Sonne. So, Tombly-Vorposten vor 2 Jahren. Erkunde das Fungoidendorf in der Vergangenheit. Und hier ist so eine richtig wunderschöne Hintergrundmusik, muss ich sagen. Die gefällt mir richtig gut.
Die klingt so friedlich. Und jetzt seht mal bitte, wie das hier ausgesehen hat. Hättest du nur noch einen Kaugummi übrig und Dr. Nefarius möchte ihn haben? Würdest du ihn ihm geben? Nee, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Wie kommen wir denn auf den Quatsch? So, das kann er aber voll vergessen. Nicht für alle Bolts dieses Universums würde ich... Dr. Nefarius ist wunderbar. Ich glaube nicht. Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, aber ihr seht ja, wie das hier in der Vergangenheit mal ausgesehen hat und dann auf einmal, zwei Jahre später, ist ganz Sanifa zu einem Eisplaneten verkommen. Wie gibt's das? Es macht Spaß, für Dr. Nefarius zu arbeiten. Ja, seht mal, hier ist auch noch eine andere Stadt. Jetzt ist hier nicht eine Dr. Nefarius-Stadt, sondern eine von unseren Funguin-Häuptlingen. Hey, hilfst du auch beim Bau von Dr. Nefarius' Außenposten? Wir wollten gerade die Brücke bauen, aber die Windenkurbel ist eingerostet. So, hast du Orbus gesehen? Wir sollten nicht darüber sprechen, aber er ist jetzt gerade da drin. Was die beiden wohl zu besprechen haben? Dr. Nefarius ist brillant. So, ich muss da hinein. Wie kann ich helfen? Wir können nichts tun. Nur warten. Wir müssen warten, bis der Ölbohrturm fertig ist. Dann können wir sie reparieren. So, wieso hilfst du Dr. Nefarius? Wieso? Wieso? Weil ein Tag ohne Dr. Nefarius wie ein Tag ohne Sonne ist. Okay, was auch immer das jetzt zu bedeuten hat. So, öle die Windenkurbel des Krans in der Vergangenheit. Alles klar. Das heißt, da brauche ich dann eigentlich Öl und den Omnisauger. Also irgendwas muss ja Dr. Nefarius hier gemacht haben. Irgendwas muss der denen gesagt haben oder irgendwas muss passiert sein, dass sie ihn jetzt für freundlich halten, weil normalerweise gibt's das ja nicht. Ein Tag mit Dr. Nefarius, also ein Tag ohne Dr. Nefarius ist wie ein Tag ohne Sonne. Das ist eigentlich totaler Blödsinn. Es müsste eigentlich heißen, ein Tag mit Dr. Nefarius ist wie ein Tag ohne Sonne, aber die checken das ja nicht. Dr. Nefarius ist nicht böse. Das sehe ich aber anders. Das ist sogar eine Zoni-Statue. Also hier sieht's richtig geil aus. Ich mag den Planeten in der Vergangenheit viel, viel lieber. Dr. Nefarius ist keine Enttäuschung, wie seine Mutter einst dachte. Seine Mutter? Die kennen wir doch gar nicht. Dr. Nefarius ist toll. Hör auf, hier so ein Blödsinn zu reden, du komische Computerstimme aus dem Hintergrund. Sonst hätte ich nur noch einen Kaugummi übrig Dr. Nefarius möchte ihn haben. Ich würde ihn ihm geben. Ja, toll. Dann hast du aber kein Kaugummi mehr, du Idiot. Das ist nicht so toll. Dr. Nefarius ist brillant. So, drücke 3, um mehr über die Absturzstelle zu erfahren. Ah, Infos, so Tommelvorposten. Seht, Funguiden, an diesem Punkt werdet ihr des Felsens gewahrt, der vom Himmel fiel und den Metallenen und seinen Butler in unsere Mitte brachte. Dies ist der Beweis, dass der große und mächtige Orbus glaubt, dass wir wieder mit Technologie betraut werden können. Entweder das oder das hier ist irgendein kosmischer Zufall, der uns noch einmal leidtun wird. Ich glaube auch, dass euch das irgendwann mal leidtun wird, das sieht man ja in der Gegenwart, was dann passiert ist. Aber das wissen die hier leider noch nicht. Die davon zu überzeugen, dass Dr. Nefarius böse ist, ist, glaube ich, nicht so einfach. Oh, wie schön das hier mal war. Dr. Nefarius ist keine Enttäuschung, wie seine Mutter einst dachte. Ich glaube aber schon. So, das heißt, man kann es sich ja mehr oder weniger jetzt eh schon denken, was mal passiert ist. Oh, jetzt bin ich wieder in der Gegenwart. Hoppla. Muss sich ein bisschen von diesem Portal fernhalten. Wenn man da zu nah rangeht, dann ist man schon wieder in der... in der Gegenwart. Hättest du nur noch einen Kaugummi übrig und Dr. Nefarius möchte ihn haben, würdest du ihn ihm geben? Ja, weißt du was? Wenn ich nur noch einen Kaugummi hätte, ich würde ihn den voll ins Gesicht kleben. Das würde ich machen, wenn ich nur noch einen Kaugummi hätte. Also jetzt halt gefälligst die Klappe, sonst komme ich rauf zu dir und trete in den Computer hinter mir oder was auch immer, wo du gerade stecken magst. Das ist ja nicht zum Aushalten. So was Lästiges. Es macht Spaß für Dr. Nefarius zu arbeiten. Ein Tag ohne Dr. Nefarius ist wie ein Tag ohne Sonne. Ach, die checken es einfach nicht. Ein Tag ohne Dr. Nefarius ist wie ein Tag
Hör doch auf zu lügen! Das stimmt doch alles nicht! Lasst euch nicht verarschen! Das ist alles gelogen! Warum merkt ihr denn nichts? Ich liebe Dr. Nefarius! Na das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Gelobt sei Nefarius! Wow! Wie kann ich dir an so einem schönen Tag helfen? Was machst du hier? Ich habe gerade ein paar Ranken gepflanzt, als ich den Drang verspürte, unserem Gast zu helfen, sein neues Heim zu bauen. Kennst du Dr. Nefarius? Er ist großartig und wunderbar. Ich würde gerne ein paar Ranken pflanzen. Ich helfe dir gern. Ich weiß mehr über Gartenbau als jeder andere Fungoid auf Zanifar. Als erstes brauchst du einen Samen. Dann suchst du dir ein Fleckchen Erde. Dann pflanzt du den Samen ordentlich ein. In ein paar Jahren hast du eine gesunde Ranke. Es gibt in der Gegend noch zwei weitere Pflanzer, falls du es dort auch versuchen willst. Ich suche nach Orbus. Hast du ihn gesehen? Soweit ich weiß, spricht er gerade im Außenposten mit Dr. Nefarius. Du kannst aber nicht zu ihm. Die Windenkurbel ist gestern beim Gewitter verrostet und wir können die Brücke nicht runterlassen. Wo sind die anderen Pflanzkübel? Sie sind auf der anderen Seite der Brücke. Ich hätte die Samen selbst gepflanzt, aber dort ist ein Syphoidenbau. Alles klar, na dann danke erstmal. So, ja, Samen einsammeln. Pflanze die Rankensamen. Also ihr seht schon, hier müssen wir einiges machen, was sich natürlich dann auf die Gegenwart auswirken wird. Hey, du bist's! Hast du die anderen Samen eingepflanzt? Na noch nicht. So, hier, Samen fallen lassen. Ah ja, puh, ganz schöner Superdünger muss da irgendwie in der Erde drin sein. So, und hier? Ja, das Ding ist jetzt komplett verrostet. Wir brauchen irgendwo Öl. Irgendwo müssen wir das ja herbekommen. Aber Leute... Hey, du bist's! Hast du die anderen Samen eingepflanzt? Nein, noch nicht. Frag nicht immer so blöd. Jetzt würde ich nämlich gerne mal den Part beenden. Also werde ich das auch machen. Und im nächsten Part kümmern wir uns dann halt um die anderen Samen, dass wir die pflanzen und um diese Boltkugel da und was wir sonst noch so tun müssen, um da reinzukommen, wo sich Orbus und Dr. Nefarius befinden. Also bis zum nächsten Mal bei Ratchet & Clank A Crack in Time, Leute. Tschüss und ciao.